bin ich wieder. Und zwar mit einem Päckchen von der lieben Britta vom Kanal Lilly Inks. Und es ist kein Ü-Päckchen, kein Tauschpäckchen. Es ist ein, damit ich mich freue, Päckchen. Ja, sie hat mich gefragt, ob ich Stempel, die sie nicht benutzt, ne? Also in, ob ich die gern haben möchte. Ah ja, habe ich gesagt, ja, wenn du willst, ne, kann ich mal schicken, ne? Ja, das hat aber so viel Sinn und so groß und so was weiß ich, ne? Da habe ich schon nicht damit gerechnet, hey. Ich bin ja so überrascht und ich freue mich so. Ich freue mich richtig. So, ich habe den jetzt aufgemacht. Also, sie hat gleich auch gesagt, ich habe nichts verpackt, weil es einfach war schon mir halt dazu schicken wollte, ne? Deswegen. Und ich zeige euch jetzt, was da alles Süßes drin ist, ne? Als erstes habe ich gesehen, die Karte. Ich muss mal gerade der Karton so auf meinen Hocker stelle. So. Es ist hier tropisch. Huch, da fällt schon was raus. Ach, guck mal. Tschup. Oh, guck mal, wie toll. Seht ihr? Ich klebe überall. Seht ihr das? Ach, guck mal, das hat sie mit einer Stanze gemacht, wo sie sich da gekauft hat. Oh, guckt mal. Sau süß. Ich mach's jetzt mal auf. Und dann gucke ich zuerst mal rein. Oh, guck mal. Oh, wie toll. Oh, Lumo. Oh, guckt mal. Ach, guck mal, was eine super Idee, hä? Warte, ich lege da mal so hin. Da sind die Mäuse da her, wo da rausgefallen sind. Guckt mal. Wow. Wow, das ist ja mal super gemacht. Schön. Guckt euch das mal an. Nimm mal, da kann man auch noch was drinstechen, wenn man will, ne? Wow. Das ist ja mal toll. Warte, da schütte ich mal da rein. Oh, guckt mal. So süß. Guck mal, die kleine Herz ja. Huch. So. Ach, hier kommt eine Kleinigkeit, damit du dich über etwas freuen kannst. Ach, wie süß. Ach, danke schön. Wie süß. So eine süße Karte. Guck mal. Und das Ding da, also das, guck mal, wie schön. Wow. Wow, danke schön. Guck mal, allein die Karte ist ja wohl schon der Oberkracher, ne? Ich lasse das jetzt mal doch stehen. So, dann gucken wir mal, was da so noch drin ist, ne? Also als erstes ziehe ich halt den Dorfstempel raus. Die Stempel. Das ist jetzt wohl abgedrückt. Also wo, wenn sie super, ne? Ich finde das so toll. Wasche, weil wenn man jetzt irgendwann wie was macht, wasche einfach nur vor so drauf so Stempele. Wasche, dass das so bestempelt ist halt, ne? Wie soll ich jetzt anders das sagen, ne? So, wenn man jetzt im Steampunk-Stil oder Vintage oder wie auch immer wasche, optimal. Guck mal, super, ne? Da ich jetzt kein Englisch kann, versuche ich euch auch jetzt nicht hier irgendwie die Story vom Pferd zu erzählen, ne? Wow, super. Toll. Also sie hat gesagt, sie kann mit denen nichts anfangen. Ihr Geschmack, ups. Oh, sorry. Wisst ihr, ich schwätze immer mit Händen und Füßen. Also sie meinte, ihr Geschmack wäre jetzt halt nicht mehr dazu, ne? Und deswegen hat sie mir das geschenkt. Des einen freut es, des anderen leid, ne?
Dann der große Stempel. Wow, guckt mal. Guck mal, und er ist noch nicht benutzt, so wie das da aussieht. Guckt euch das mal an. Wow. Schön, ne? Ich muss immer mal gucken, dass ich auch noch im Bild bin. Cool. Super cool, ey. Wow. Wow. Dann, oh, ich muss mal gucken, ob ich überhaupt noch aufrolle bin. Ach du liebe Güte, nicht, dass mir das wie beim letzten Mal passiert. Ja, warte, wenn es ein bisschen warm ist, dann ist das. Guck mal, was das alles riesige Stempel sind, ne? Guckt mal. Ne? Da passt meine kleine Patscherhand komplett drauf, ne? Guck mal, und das ist das da. Das erinnert mich so am Tim Holz, sei, was ist der Hintergrund, was, wo der dann immer noch drauf klatscht, ne? So ein bisschen, ne? Obwohl es jetzt mit chinesische Schriftzeichen ist, so, ach, ne? Aber irgendwie so ein bisschen. Krass, super, toll. Dann, oh, guckt euch das doch mal an. Da ist ja wohl der Oberhammer. Seht ihr das richtig? Jetzt guckt euch das doch mal an. Das doch Kind doch von. Sch das doch Kind. Das Kind doch von Stampers Anonymous sind, hä? Guckt euch das mal an. Weil das da erinnert mich auch so an Tim Holz, ne? Wow. Wow. Wow, guck mal, nagelneu. Guck mal, da ist gar nichts. Die sind nagelneu, ne? Und sie kann einfach nichts mehr damit anfangen, sagt sie, ne? Ist ja auch ganz, ganz liebe Maus. So lieb. Also guckt mal auf ihrem Kanal vorbei, ne? Die ist richtig niedlich. Also wie gesagt, ich habe es ja letztens schon gesagt. Man hat auch eine so süße Stimme. Und ist auch ist total lieb. Dann hat. Also, ne? So ganz, ja, also so authentisch auch, ne? Nicht gestellt und gar nichts, ne? Also richtig, also mir gefällt der Kanal gut. Muss ich echt sagen. Guckt mal. Oh, ich bin immer zu weit darüber, ne? Schön. Guckt mal. Nagelneu. Hammerhart, oder? Super. Oh, ja, da kann ich wahrscheinlich nicht viel damit anfangen, aber ja. Nee, ne, klar. Die sind doch so toll, ne? Wenn ich jetzt nochmal meine Kreat. Oh, guckt mal. Guckt mal. Ist das. Ist doch das. Ist das Zeus? Wo so die Wasche, so der Arm so. So hochstreckt. Da gibt es doch so Poster. Das könnte ja doch Sinn, oder? Könnte natürlich auch der Weihnachtsmann sein. Aber ich glaube ja. Ah, ich nochmal, ne? Ich Spezialagent nochmal im Einsatz. Geil. So cool. Schön. So, war, der kommt dann da hin. Sie sagt noch, oh, ich glaube nicht, dass ich da drin. Weil ich habe gefragt, ne, ob ich ein Video machen darf. Und dann hat sie gesagt, oh, sie glaubt nicht, dass ich da rentiert. Nee, 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 nee. Oh, guckt mal. Und da ist wahrscheinlich die andere Seite. Guckt mal. Das ist wahrscheinlich, ne? So. So. Wow. Siehst du, da habe ich doch richtig gesagt, ne? Das Bild, wo, ja. Ah, ich kann es jetzt schwer erklären. Hanna bestimmt schon mal gesehen. Guckt euch das mal an. Wow. So schön. Warten wir denn doch, weil ich mal da ein bisschen rüber. Toll. Echt, ey, super schön. Und die willst du nicht mehr haben, ey. Das ist, oh, ist gerade da. Wow. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh nee. Ihr wisst ja, dass ich mal möglichst oft Papier bestelle, ne?
Mit den Raute da, ne? Ich finde die ja so toll. Ich weiß gar nicht, wieso, ne? Aber das gefällt mir so richtig wahnsinnig gut, ne? Wow. Oh mein Gott. Da kriege ich Herzrasen bei der Hitze. Ja, guck mal. Denn hat sie mal gezeigt. Ja, war schon so gemacht. Ja, alles war schon so. Ne? So. Von wegen. Guck dir mal an, ey, was da für wahnsinnig tolle Stempel sind. Wow. So, so schön, ey. Dankeschön, ey. Der helle Wahnsinn. Oh, guck mal, kleiner Gartenzaun. Echt, und das sagst du wirklich, ob ich das gebrauche, Kind. Oh, leck. Ey, guck mal, Ameise. Seht ihr das? Wie krass. Guck mal. Kleine Ameisleins. Oh, aus dem Bild. Wow. Ey, Hammer. Ey, jetzt überhaupt mal, ne, wenn man sich sowas bestellt, ne? Ah, da ist die andere Hälfte. Die ist doch abgefallen. Da. Ne, eine Hälfte laufende Schrift da. Guck mal, die hat sie dann noch wie heißt denn? War schon mit dem. Ja, da gibt es bestimmt einen Fachausdruck dafür, den ich selbstverständlich nicht weiß, ne? Aber halt mit Klett, dass man da aufkletten kann, ne? Seht ihr das, was ich da treibe? Nee, ne? Naja, ihr wisst ja, wie das aussieht, wenn man irgendwas nur drauf lädt, ne? So, da, ah, da ist noch einer. Dann noch den da. Na, den mache ich mal da. Warte mal, wie mache ich das da jetzt? Mache ich so, so und so. So, guck mal hin. Oh. Da stelle ich mal so. Aber oh, die Karte ist ja echt ein Traum. Ein gorgeous Traum. Dann, oh, guck mal, noch Ecken. Oh, super. Wow. Die kann ich schon nicht gebrauchen, ne? Hammerhart. Naja, gut. Ich freue mich. Zwei Farben in dem Kupfer und in dem Silber. Super schön. Aber steht ja da. Antiksilber, sicherlich haben wir recht gehabt, ausnahmsweise, ne? Sonst schlabber ich auch nur immer vor mich hin, ey. Da auch noch Knopf. Stempel hier. Echt sau cool, ey. Leck mich am Backe, ey. Oh, dann ist da. Oh, guck mal. Oh, guck mal, hat's das Ding da. Ey, das muss ich mir auch mal angewöhnen, ne? Zukünftig, wenn ich mehr Zeit habe. Mach ich auch für die Päckchen so tolle Dinger ja da. Ist ja eigentlich ganz einfach, ne? So schön, Dankeschön. Ey, für meine Schütteldinger kann ich die gut gebrauchen. Ich habe heute nochmal im Internet, also bei im Internet, im YouTube geguckt. Und habe da ganz großes Schütteldings gesehen. Das da also in so einem Album drin war. Ey, fand ich so sau schön, ne? Das werde ich wohl mal jetzt nachwurschle und ist auch von Gorgeous gewesen, ne? Weil, wie gesagt, im Moment interessiert mich viel Gorgeous und Halloween, ne? Und deswegen, geil. Ey, aber die Stempeldorne, ne? Die sind ja der Oberhammer, ne? Der Oberhammer. Oh, danke schön. Oh, nee, da. Guck mal, und da noch, ne? Also die. Um ehrlich zu sein, ne? Wie du da die Stempel, die Stanze dort gekauft hast, ne? Nein, schlag mal ja. Ey, aber guck mal, wie die wirke. Wie die jetzt mit so einem Glitzerstein zum Beispiel so toll wirke, ne? Hätte ich nicht gedacht. Super. Toll. Gefällt mir richtig gut. Super schön gemacht. Oh, das sind hier noch Dinger, Molds. Selber gemachte Molds. Warte, ich muss mal genauer gucken. Das scheint so Engelschürze sind, so Engel. Wow, guck mal, wie tatsächlich anfasst, so ganz komisch, ne? Wow. Oh, guck mal, Herzchen. Oh, da bin ich mal gespannt, wie das aussieht, ne? Ich habe nämlich ganz viele Dinger. Da, warte, ich zeig's euch mal gerade. Mit dem, da mit dem Funny Gummy. Und mit dem komischen Zeichen aus der Dose, ach, so ähnlich wie Funny Gummy, ne?
habe ich mal ein paar gemacht. Ich finde das richtig toll, ne? Und ich finde auch, dass die aus der Dose. Moment, ich zeige es euch, weil ich meine. Kurz, warte, Moment. Wie ist es? Die da. Sich auch nicht so verbiegen, ne? Wie. Aber verziehe wie Fanigami, ne? So finde ich das jetzt. So, Moment. Aus dem Bild, die haben jetzt nichts da verloren. Ich wollte es nur mal gerade gezeigt haben, weil ich da damit die Molds da abdrücken will. Das Dorf ist halt nämlich super schön geeignet. Oh, guck mal, kleines Tag. Was steht da drauf? Keine Ahnung. Ich kann es nicht entziffern. Wow. Oh, wie toll. Oh, guckt mal, kleine Parfümflasche. Oh, die kann man so. Oh, was? Ich habe hier doch der schwarze, das schwarze Fanigami. Mit dem, das kann ich da rein drücke. Und dann kann ich waschen, wenn ich so nochmal so. Oh, wie heißt die Scheißrahme da noch? Shadowboxe mache. Mensch. Ne? Kann ich das auch schön noch mit drin verschaffe? Wow, super, danke. Was schön. Noch ein Tag, da steht Love drauf. Das kann ich entziffern. Was soll denn das andere dann heißen? Warte mal. Ich weiß nicht. Ich kann es nicht entziffern. Ah, da steht Love drauf. Süß. Und danach? Frauenkopf. Ach, so schön für den Vintage-Stil da. Wow. Super cool. Dankeschön. Oh, und da ist noch ein kleines Kästchen. Und das, ne? Da allein das Kästchen finde ich ja jetzt schon so scharf, ne? Guckt mal, wie geil das aussieht. Ne? Das sieht schon Ella aus, ne? Oh, das sieht so krass aus, ne? Das, allein die kleinen Kästchen, ne? Die ist ja schon der Hammer. Guckt euch das mal an. Ich weiß jetzt nicht, was drin ist, aber ich mach's jetzt. Oh. Guckt mal. Klemmerschja. Oh, guckt mal. Warte mal. Nicht schon genauer gucke. Oh, guckt mal. Toll. Wow. Da ist noch so ein Herzding und so eins. Wow, super. Dankeschön. Oh, ich freue mich. Super. Und dafür, ne, für die Sache, ist sie extra auf den Dachboden gefahren, wo sie die Sache liegen hatte, ne? Und hat da bei einer brüllenden Hitze unter dem Dachboden die Sache da gesucht, ne? Weil sie hat gesagt, sie hat sie auf dem Dachboden liege und benutzt sie nicht mehr, ne? Und sie würde sie mir dann gerne als Freude machen. Oh, und guck mal, die kleine Schachtel da an, die ist so toll, die ist so schön. Da würd ich noch nicht mal was dran machen, ne? Die stelle ich mal da hin, weil sie mal einfach so, weißt du, so wie man bei Opa und Oma praktisch, ne? Da rumgewühlt hat vorher, ne? Also, so habe ich das zumindest gemacht, ne? Und da haben die auch immer, weißt du, Knöpfe und andere Sachen in so kleine Sache drin, also in so kleine Metallkästchen und so, ne? Und die fand ich so toll. Jetzt habe ich so schöne kleine Kiste. Okay, Kiste, das ist eine kleine Metallbox. Wow. Oh, ich bedanke mich bei dir. Ey, ich freue mich wahnsinnig darüber, ne? Es ist, also, die Stempel da sind der Oberkracher, ne? Ey, ohne Witz, ne? Und tschüss, Kinder. Und was man dort Geld dafür bezahlt, ist ja wohl, ne, das weiß ja jeder Bastler was, was man bezahlt, ne? Das ist ja wohl der Hammer. Also ich bedanke mich ganz, ganz, ganz herzlich, ne, für die tolle Sache und die Karte, ne, die ist ja so wunderschön, ne? Die Idee, ne? Die ist ja richtig krass. Wow. Gottes. Wie süß.
Oh, ich bin so total nochmal wasch. Wie gesagt, wenn ich was kriege, und dann bin ich ja nochmal wie von der Rolle, ne? Super tolle Stempel. Ich bin begeistert. Ich bin total begeistert. Alles ist so toll. Und dann machst du dir Gedanken darüber. Was ist denn mit dir? Da muss ich mal anschaffen, dass ich mit dir schwätze. Ja, besucht sie mal auf ihrem Kanal. Also der Kanal heißt Lilly Ings. Und das Britta ist ganz liebet. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für die schöne, wahnsinnig tolle Sache. Echt, ich bin total begeistert, ne? Also allein der Durchstempel, ne? Und überhaupt, ich weiß jetzt nicht, welcher Stempel ich jetzt aus, wo ich jetzt sah, wird. Die sind alle so wahnsinnig toll, ne? Der, vor allem jetzt, ups, so rum. Der da, ne? Wow, der Oberhammer. Ich bedanke mich und drück dich und euch wünsche ich noch und natürlich in Britta auch, wünsche ich ganz schöner, sonniger, brüllend heißer Tag mit Ventilator und einem kalten Getränk. Tschüss!